Herr Schödli, nochmal guten Tag. Nach dem Turbo schalten wir jetzt mal einen Gang runter und gehen jetzt auf eine Initiative der etwas ungewöhnlicheren Art und Weise ein. Winitiative, also mit dem großen V für Victory, steht jetzt für eine Cuvée von jungen Winzern eurer Genossenschaft. Winitiative, warum der Name, warum der Wein und warum der Preis, der ist doch etwas höher als das normale Sortiment. Naja, der Reihe nach. Also Winitiative, die Wortschöpfung von Vinum Wein zur Initiative. Wir haben die glückliche Situation, dass wir in unserem Haus, in unserer Genossenschaft sehr viele junge Winzer und auch junge Winzerinnen bei den Mitgliedern dabei haben, die sehr initiativ sind, die heute sehr, sehr viel wissen, eine exzellente Ausbildung haben. Als Winzermeister, Weinbautechniker bis hin zum Geisenheimer Ingenieur oder Student der Weinbetriebswirtschaft, wo wir im Haus dann gesagt haben, die können doch sehr, sehr viel mehr als Trauben für QBA-Qualitäten machen. Und dieses Potenzial wollten wir nutzen. Und das heißt, es hat begonnen 2008? Der erste Wein war vom Jahrgang 2008. Gegründet wurde die Gruppe, hat sich die Gruppe im Herbst 2007, wo man dann auch das gemeinsame Ziel definiert hat, das damals im Grunde hieß, wir wollen einen Rotwein erzeugen, von internationalem Format, eigentlich mal sehen, so gut wie es überhaupt nur geht. Zunächst mal abgekoppelt von wirtschaftlichem Denken, lasst uns mal alles tun, was Menschen möglich ist für optimale Traubenqualität, die dann im Keller auch optimal ausgebaut wird. Kann man schon sagen, also die Trauben werden bei uns angeliefert, die haben bis hin zur Flasche keine Pumpe gesehen, keinen Filter gesehen, sehr, sehr schonend ausgebaut, eine lange, lange Reifezeit, da war also Mostgewicht oder sowas völlig uninteressant, es ging nur noch nach Geschmack. Es wurde auch im Weinberg sehr viel Aufwand betrieben, um kerngesunde, hochreife Trauben zu bekommen, die Erträge extrem weit runter reduziert. Wir lagen da jetzt im Durchschnitt bei 35 Kilo pro Ar, was extrem niedrig und also internationales, absolutes Spitzenformat darstellt. Und den Anspruch hatte der Wein, den hatte der erste und auch die folgenden Jahrgänge. Und ich glaube, das ist also ganz gut gelungen. Da haben wir ein tolles Produkt mitgeschaffen. Also praktisch von jungen Winzer und Winzerinnen vor allem handgestreichelte Trauben, speziell verwendet für wie viele Flaschen Wein letztlich? Ja, es war insgesamt eine Rebfläche von über 2 Hektar. Dann hat man diese Weine, waren dann im neuen Barrique, 18 Monate. Und dann wurde aus diesen, beim ersten Mal waren es 24 Barrique-Fässern, ausgewählt, wie passt die Cuvée zusammen. Schlussendlich hat man sich dafür entschieden, 14 Barrique-Fässer zusammenzuführen zu dieser Cuvée. Der Rest, sage ich mal, waren Zweitwein in unserem Haus, aber nur diese 14 waren würdig für den ersten Jahrgang, im zweiten lief es ähnlich. Der erste Jahrgang waren dann knapp 4000 Flaschen, sind inzwischen ausverkauft, jetzt sind wir hier mit dem Jahrgang 2009 unterwegs. Da gab es dann auch erstmals davon ein sogenanntes Bestes Fass, der war aber sehr schnell weg zum Preis von 35 Euro. Jetzt sind wir bei der Cuvée immer noch ein international toller Wein. Auszeichnungen gab es schon reichhaltig. Die schönste, wo wir uns gefreut haben, die Prämierung zum besten Barrique-Wein von ganz Württemberg. Donnerwetter. Und die Winzerinnen und Winzer aus der jungen Winitiative haben jetzt irgendwie eine eigene Porträtwand in ihrer Genossenschaft oder sonst irgendwelche Auszeichnungen bekommen von ihnen? Ja, also die sind gut eingebunden im gesamten Betrieb. Sie engagieren sich sehr für unser Haus. Einer aus der Gruppe ist inzwischen bei uns im Aufsichtsrat, in der Verwaltung. Wir sehen durchaus in diesen jungen Leuten den Nachwuchs, den wir brauchen, um den Fortbestand der Genossenschaft zu sichern. Und da werden sicher noch einige davon auch, denke ich, in verantwortliche Aufgaben reinwachsen, bin ich ganz sicher. Okay, also Winitiative für Württemberg sozusagen. Und dann weiterhin alles Gute und viel Erfolg mit dem Projekt weiterhin. Vielen Dank.